Und heute zeige ich euch, wie man das Terrarium einrichten kann, ohne einen Cent auszugeben. Ich gehe mit euch in den Wald. Günther muss leider zu Hause bleiben. Sorry, Günther. Und los geht's. So, wir sind jetzt im Wald und jetzt gehen wir auf die Suche nach unseren Terrarien-Utensilien. Das sieht doch nach einer guten Stelle hier aus. Was wir brauchen ist Rinde, Baumrinde, wo sie sich verstecken können. Hier sowas zum Beispiel ideal. Wir nehmen uns das mit. Das sieht doch gut aus. Ist relativ trocken. Keine Tiere oder irgendwas mitnehmen, wenn es geht. Und fahren, dann nehmen wir auch noch zwei Blätter mit. Aber ich nehme nicht alles mit. Oh, das reicht. Zwei Blätter fahren. Fahren lieben die Schnecken. Fahren könnt ihr immer erfüttern. Da macht ihr nichts falsch. Und was wir jetzt noch brauchen, ist Laub. Laub, hier sehen wir es. Viel, viel Laub, 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 Laub. Und da mache ich jetzt meine Taschen voll. Ich habe leider die Ding vergessen, meine Tüte. Naja, was soll's. Was tut man nicht alles für die Schnecken, für die lieben Haustiere? Was für ein prächtiges Laub. Und jetzt suchen wir Brennnessel. Hier sind ganz viele. Muss ich jetzt aber Trick 17. Jetzt retakes das Handschuh und dann geht's los. Brennnessel lieben die Schnecken und haben viele Vitamine und sind umsonst. Ist überall, wächst überall und die Leute sind froh, wenn man sie wegmacht. Da könnt ihr nichts falsch machen damit. Okay, Mission erfüllt im Wald und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Für den Schneckis. Und wenn ihr zu Hause seid, packt ihr eure Rinde, eure Brennnessel und euren Farn hier in die Badewanne. Macht auf hot, hot, hot. Oh. Also, was wir jetzt machen, wir wollen kleine Parasiten, kleine Würmchen und so weiter rausschwemmen, weil ihr wollt es nicht im Terrarium haben. You know what I mean? Maybe, vielleicht können die eure Schnecke schaden. Deswegen machen wir das jetzt mit ganz heißem Wasser. Es kommt auch was kochen raus. Oh. Hallo? Mal richtig abduschen heiß, wenn ihr das gemacht habt. Perfekt. Die Brennnessel und den Farn können wir jetzt so, wie es ist, gleich ins Terrarium. So, nehmt ihr, wie es ist. Tut es da rein. Eure Schnecken lieben Brennnessel. Eure Schnecken werden den Farn lieben, das ist für ihn ein richtiges Leckerbissen und es kostet genau 0 Cent. Jetzt machen wir was ganz Besonderes und zwar wir backen Laub. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Wir backen Laub. Und so sieht es aus, wenn ihr das Ganze da drauf gelegt habt. Dann machen wir es auf 70 Grad. Wir wollen nicht, dass es brennt. Solltet ihr noch Kinder sein, bitte macht das nur unter Aufsicht nach. Ansonsten kriege ich noch Ärger von euren Eltern. Hier geht's rein. Laub, gebacken, random, kann man mal am Wochenende machen. Freunde, Familie einladen. Mal so ein bisschen Laubparty. So, 70 Grad, jetzt warten wir. Warten wir einfach ein bisschen. Umso länger ihr das macht, umso besser, umso sicherer, dass alles weg ist. And now we wait. Das Holz könnt ihr auch noch mit reinlegen. Sicher, sicher. Und dann? Ab geht's, Feuer frei. Und jetzt schaut ihr, ob die Plätzchen auch fertig sind. Es riecht nach Laub und Erde. Das ist mal ein Kuchen. So, jetzt nehmt ihr das gute Zeug. Also ich meine, ihr solltet natürlich aufpassen, dass es nicht heiß ist und wie sich dann verbrennt. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen gewartet, es ist abgekühlt. Und die mögen es auch warm. Denkt dran, wir können das hier so platzieren. Schaut euch an, wie schön das aussieht und wie viel haben wir dafür ausgegeben? 0 Euro. Schönes Terrarium. Die Schnecken werden es euch danken. Hier. Das ist jetzt natürlich ein bisschen trocken. Das könnt ihr danach ein bisschen anfeuchten mit eurem Wassersprüher. Das hält nämlich die Feuchtigkeit auch gut da drin, das Laub. Die Schnecken können sich drin verstecken. Die knabbern auch da dran. Aber das ist mehr zum Verstecken und als Deko. So, und jetzt habt ihr was, wo sich die Schnecken freuen. Da können sie hochklettern, da können sie sich drunter verstecken. Die schlafen ganz gern hinter der Rinde. Das ist der beste Platz für sie zum Schlafen. Hier haben sie was zum Knabbern, Brennnessel, Farn.
Das Laub zum Verstecken, auch zum Dranknabbern hier. Seht ihr? Habt ihr sie gefunden? Da sind sie! Ihr habt einen schönen Waldspaziergang gemacht, eure Schnecken sind happy. Win, win, win. Double, triple, win. Good night. Good night, everybody.